Moinzen und damit recht herzlich willkommen zurück zu Lost Mass Effectors. Wir haben eine Mörderin gehen lassen, wussten es nie. Die sind halt einfach sehr klar. Ja, habe ich daran gedacht. Da habe ich daran gedacht, dass die NM gebracht haben muss, ne, aber... Hätte sie zwar lieber umgebracht, aber... Aber auch das werden wir irgendwann wieder zu spüren kriegen. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Pitney Four 2000 Einheiten Minergen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volos ein Verbrecher ist. Wertvolle Information für den Volos. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, wertvolle Information für den Volos. Bewegung, Bewegung. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Denn sie stehen vor dem mächtigsten Biotiker aller Zeiten. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Fours Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat es wohl kaum irgendwo gemeldet. Seien wir ehrlich, für Pitney wird Geld immer wichtiger sein als Freunde. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Der Idiot ist für niemanden eine Herausforderung. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Wasea wird sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Dir genug. Aber gewaltiger Sturm.
biotischer Gott. Völlig auf Droge. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so müde. Sie haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen und das Universum später zerstören. Nutzlos. Ach, Mass Effect ist so ein geiles Spiel, habe ich das schon mal erwähnt. Ich liebe das. Ja, moin! Die hat auch eine geile Färbung, ne? Oder Tattoo? Eine geile Rüstung hat sie an, ja. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von hier weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Yeah. Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Bischof! Das müsste sie ausbremsen. Es muss hier irgendwelche Unterlagen über das Schiff geben. Hier ist eine Justikarin, vermutlich sucht sie nach der Person, die wir mit der AML-Dementor ausgeflogen haben. Ich war froh, als sie weg war, sie ließ ein Blut in den Augen erstarren. Hoffentlich bringt sie es gar nicht, meine gesamten Pläne durcheinander. Ist das Schiff, das die verrückte Asari gesucht hat? Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben oder uns erst ein wenig umsehen? Wir haben Zeit. Sehen wir uns noch etwas um. Ich bin ein biotischer Gott. Geil. Oh, hier. 1000 Credits. Was nehmen wir mit? Bei unserem Amper. 1000 Credits. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwo Informationen, die wir nützlich verwerten können. Aber so wie aussehen tut es nicht so sein. Mal überall schön Giftgas verteilen hier. Damit sich so lohnt. Nein. Hier scheint es nicht mehr zu gehen. Ja, yeah, ich will biotisch sein. Man könnte Biotik anwenden, oder? Ja, da gehen wir mal. Was? So. Zurück zum Raumhafen. Dann los. Zurück zum Raumhafen. Wir hätten die Alte umlegen sollen, aber oh mein Gott, ich bin so ein lieber Mensch. Ich sehe den Menschen und den Lebewesen nie das Böse. Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Nun, das haben sie ja gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Danke, Shepard. Danke, dass sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis sie ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem... Nur so aus Neugier.
Als sie da rumgestöbert haben, sind ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern sie ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für sie lohnen würde. Wenn sie sie dem Detective geben, bekommen sie nur einen warmen Händedruck. Ich stehe vor dem Händedruck, Alter. Wenn sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten, also werde ich meinen auch erfüllen. Entsiegle. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben, und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Eclipse hat eine Adat Yakshi von hier weggebracht. In Wahrheit sind Sie hinter ihr her, stimmt's? Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, ich habe die Spur der Adat Yakshi verfolgt. Sie ist eine gefährliche Verbrecherin und ich werde sie ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich erst, wenn ihre Mission erfüllt ist. Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe sie an Bord. Ich muss auf sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Das heißt? Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die sie vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einer Fremden trauen sollte, noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Zu dumm, dass diese Elnora entkommen ist, aber die erwische ich schon noch. Zumindest ist sie dank Ihnen auf der Flucht. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Zurück zur Normandy. So, Mission erfüllt. Du sollst die Tausend. Ja, alles klar. Samara für das Team rekrutiert. Schrotflinte hinterhalten, theoretische Verstärkung. Moneten haben wir gemacht, 55.000, Alter. Platin 200.000. Achso, wir können doch gar nicht abreisen, wir müssen ja erst noch zu. Wie heißt denn der Typ? Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein.
Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Samara. Jacob. Jacob ist super cool. So, dann müssen wir jetzt wieder an Bord. An Land gehen sozusagen. Irgendwas? Commander, Morden hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an unser Gespräch? Meine Arbeit an der Modifikation der Genophage? Sie haben die Anpassung der Kroganer an die Genophage gestoppt. Als Teil eines Teams, Wissenschaftler verschiedenster Richtungen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen, wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Glauben Sie, die haben rausgefunden, dass ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Tuchanka! Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Rex. So. Noch was? Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ne, na, dann gehen wir mal wieder an Land. Wir sind im Dings, wir müssen über die Karte in Land gehen. Das ist traurig, Mann. So. Miranda. Miranda helfen. So. Unten. Mir fehlen bloß noch zwei Leute, ne? Ach, die hat aber auch keinen. Aber die hatten doch alle ein zusätzliches. Den kriegen wir jetzt noch und dann kommt der Gas. Entschuldigen Sie. Meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thax hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich finde kaum Informationen über Thane Krios.
Er ist aus verständlichen Gründen schwer zu finden. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Wir haben gerade wieder Abtrünnigkeitspunkte gekriegt. Was für ein Shit. Wir hätten das nicht hochladen dürfen, ne? Pech auf dem Aktienmarkt gehabt? Türmen sich die Schulden auf? Vielleicht sollten sie sich anderen Optionen öffnen. In der Dotec hat meine Schulden bezahlt und mir geholfen, mich beruflich weiterzubilden. Heute war 5 Stufen sie Fertighäuser ab? Reden Sie mit Identitec. Würde ich für Liara nicht irgendwas machen hier? Von den Leuten hier wird verlangt, dass sie ihre Überzeugungen und ihren Glauben aufgeben. Im Austausch gegen eine seelenlose Kollektividentität. Ich kann verstehen, dass manche so ein Leben interessant finden. Aber alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung. So. Ich werde dieses Arschloch verhaften lassen. Passen Sie bloß auf, wenn Sie da reingehen. Ein Mensch macht Ärger. Er verlangt, dass ich ihm den Laden überschreibe. Ich werde vorsichtig sein. Sie können ihn auch töten. Ganz legal, meine ich. In Notwehr. Ich stelle mich als Zeugin zur Verfügung. Und für alle Fälle installiere ich gerade Überwachungskameras. Wenn er oder sonst jemand Ärger macht, lasse ich ihre Ärsche einbuchten. Die Angst vor einer unkontrollierbaren Seuche in den Straßen von Omega hat sich gelegt, weil die Krankheit mittlerweile unter Kontrolle ist. Ach, stimmt ja. Ha, das war der Typ. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäuren sind völlig anders. Deshalb werden wir auch nicht krank oder so, wenn wir ungeschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich ihm den Austausch von Körperflüssigkeiten zwischen verschiedenen Spezies erklären. Die Stimmung war natürlich im Eimer. Zumal du eine Quarianerin bist. Wie konnte er nur so unsensibel sein? Ehrlich. Sie lassen mich hängen? Ich bin ein Mann am Rande des Abgrunds. Ich habe nichts zu verlieren. Aha. Ich tue alles, um meinen Job zu erledigen. Ich schrecke vor nichts zurück und habe keine Zweifel. Aha. Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Ich habe gelernt, wie man Leuten eine Knarre vor die Fresse hält. Und zwar von Commander Shepard. Hey, falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch mit einer Singularität versohle. Shepard? Sind Sie es wirklich? Ich bin's, Conrad Ferner. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Ich wollte ein Spectre werden. Und dann haben sie mir eine Waffe unter die Nase gehalten. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Ich schlage vor, sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Ihn in den Fuß schießen, das würdest du gerne machen. Conrad, warum eifern Sie mir nach? Was? Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Ich bin kein Spectre, der für den Rat arbeitet. Ich bin ein einsamer Wolf. Gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Keine Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach. Conrad, haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit. Verstehen Sie es denn nicht? Sie waren sehr unfreundlich, aber Sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Und dann sind Sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Die komplette Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Und jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Ich rede mit den Leuten und frage sie, ob sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Jedes anständige Sicherheitssystem erkennt, dass Sie nicht beim Militär sind. Und in meiner Truppe schon gar nicht.
Ich sage einfach, dass ich total undercover arbeite und deswegen nicht von den Systemen erkannt werde. Ich tue eben, was ich kann, okay? Sie waren ein Held. Sie haben die Galaxie gerettet und allen gezeigt, wozu Menschen in der Lage sind. Und dann sind sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Was? Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was hier vor sich geht. Danke. Wenn ich nervige Gäste umliege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Ach, das ist der Wahnsinn. Sie werden Miranda mitnehmen können, aber... Wo war die jetzt? Was war denn das jetzt? Ich will etwas, das sagt, der Raum gehört. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Die machen doch in Kürze ein riesiges Geschäft. Aber nur über Spendenaktionen. Und dann geht's in den Keller. Mal schauen. Diese neue Droge, die bleibende neurale Narben hinterlässt. Die ist schrecklich. Für den Versand braucht man einen... Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann jetzt mit niemandem sprechen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Ferner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen, ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Ich habe den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann. Super. Hier. Ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Danke für die Hilfe. Das könnte nützlich sein. Nehmen wir auch mit. Auch mehr Credits. So. Etwas so Gefährliches darf man verkaufen und braucht dafür nur einen Vertrag und eine Verzichtserklärung? Das sind die Tunnelsysteme. Das ist ein Schmutzfleck auf meiner ansonsten sauberen Marke. Alles probiert. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Eine Handelsgruppe der Vaterianer hat Pläne geäußert, den Citadel-Rat zu verklagen. Die Vaterianer behaupten, dass Sklaverei ein unverzichtbarer Bestandteil des Kassenwesens ist. Hat man mal gesehen, was da sich in der Tür spiegelt? Wenn sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Aber sind Sie sicher, dass...
Dann gibt es irgendwas, spiegelt sich dort, da spiegelt sich die Stadt im. Ist das die Stadt? Auf jeden Fall irgendwas Komisches. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil die Zeit ist lang. Bis dann.